Guten Tag, liebe Kundinnen und Kunden. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu Ihren Marktkaufnachrichten im neuen Jahr. Und dazu wünsche ich Ihnen selbstverständlich alles Gute und auch viel Gesundheit. Der Rest, denke ich, kommt von ganz alleine. Bevor ich anfange, möchte ich Ihnen ganz kurz zwei wichtige Termine nennen. Einmal ist das hier das Ende unserer Treueaktion, denn diese endet am 26.01. Also jetzt schon mal vormerken, am 26.01. bis zu diesem Tag können Sie noch Treuemarken sammeln und dann auch hier diese wirklich sehr, sehr begehrten Artikel der Firma Dunlopillo mit erwerben. Diese Artikel stehen dann noch zwei Wochen länger als der 26.01. ist Ihnen zur Verfügung. Also Sie können zwei Wochen danach noch einkaufen. Ein weiter wichtiger Termin und darum auch gleich am Anfang ist der 29. Januar. Und dazu haben wir auch schon ein Plakat entwerfen lassen. Am 29. Januar kommt der Supertalentgewinner Leo Royas zu uns und spielt ihn, liebe Kundinnen und Kunden, mit seiner Panflöte hier in unserem Eingangsbereich seine aktuellen Lieder, sein Lied auch, womit er damals das Supertalent gewonnen hat. Wir stehen hier jetzt im Getränkemarkt und ich habe nochmals zwei Gäste, den Herrn Dr. Wilhelm und den Herrn Franke dabei. Beide sind Ihnen bestimmt bekannt, denn der Traditionsverein Braunkohle ist ja sehr, sehr rührig hier in Lauchhammer. Und der Marktkauf und die Pfandspende und der Traditionsverein sind ja alte Bekannte. Ja? Der Traditionsverein setzt sich ja auch sehr, sehr stark für die Parkeisenbahn ein. Und von daher haben wir uns gedacht, liebe Kundinnen und Kunden, wenn Sie Ihre Pfandspende abgeben möchten, können Sie dies ab sofort tun. Und die ganzen Spenden, die dann eingesammelt werden, fließen ab sofort der Parkeisenbahn in Lauchhammer zugute. Herr Dr. Wilhelm, was soll denn mit dem Geld dann verrichtet werden? Ja, wir werden dieses Geld einsetzen zur Verschönerung der Eisenbahn selbst. Und alles, was im Umfeld der Eisenbahn mit dazugehört, unmittelbar zur Eisenbahn gehört, da gibt es viel zu tun, da fällt immer was an und da ist jeder Cent nötig, den können wir ganz gut gebrauchen. Die Parkeisenbahner sind Bestandteil, Mitglieder im Traditionsverein und wir ergänzen uns sehr gut in dieser Beziehung und unterstützen uns gegenseitig. Also eine wirklich tolle Sache. Jetzt hängt es natürlich von Ihnen ein bisschen ab, liebe Kundinnen und Kunden, wie viel Geld wir zusammenbekommen, weil ich habe gerade gehört, es geht schon bald los und vielleicht bekommen wir da ein paar Cent auch schon zusammen, ein paar Euro, weil von ein paar Cent wird da nicht so viel. Wann geht es denn offiziell los mit der Parkeisenbahn? Am 30.03. geht es mit dem mittelalterlichen Markt los. Liebe Kundinnen und Kunden, bevor ich mich bei Ihnen verabschiede, möchte ich heute noch mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, Ihnen noch mal Friedrich Plassmeier, unseren Fischfachberater und gleichzeitig auch einer der ersten Fischsommeliers vorzustellen. Einige kennen ihn schon von unserem letzten Fischabend im Jahr 2018. Friedrich, wir haben ja wieder was geplant. Gerade frisch, also quasi noch ganz, ganz frisch auf dem Blatt Papier. Noch nicht bedruckt. Genau, nicht bedruckt. Stell doch mal ganz kurz vor, was wir geplant haben für unsere Kunden. Ja, wir haben geplant einen Schalenkrustentierabend. Ein echtes Highlight. Wir haben ja auch schon eine kleine Auswahl. Langustenschwänze, Krabbenbeine von der Alaska-Krabbe. Also ein absolutes Top-Event für jeden Fischliebhaber. Ja, und alles Weitere erfahren Sie natürlich in einer der nächsten Marktkaufnachrichten. Wann, das können wir heute auch schon verraten, der 19.02. um 18 Uhr. Und die Tickets kommen demnächst dann auch mit raus. Das waren Sie, Ihre Marktkaufnachrichten, Ihre ersten Marktkaufnachrichten aus diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Marktkauf.